Herzlich willkommen bei den Bellantonis. Zweiter Teil vom Umzugsvlog. Ich befinde mich in der neuen Wohnung. Ich stehe sogar im Schlafzimmer, denn mein Schwiegerpapa hat jetzt gerade hier die Lampen montiert. Und ich helfe ihm jetzt noch ein paar Sachen zu montieren. Wir sind alleine, denn ich habe mit den Kindern bei meinen Schwiegereltern geschlafen. Und wir warten jetzt gerade, bis die Umzugsfirma ankommt und die ersten Möbelstücke sozusagen herbringt. Die Kinder sind bei Nella geblieben. Luisa kommt später hinzu. Und dann hoffe ich, dass dieser Umzug in ein, zwei Tagen ready ist. Unsere Schlafzimmerlampe hängt. Die haben wir jetzt inzwischen schon 5, 6 Jahre. Alle weiteren Lampen sind auch schon komplett montiert. Kinderzimmer und ja, im Wohn- und Essbereich sind auch unsere Lampen schön montiert. Und auch in der Küche steht schon alles. Und hier draußen, so, hat mein Schwiegerpapa jetzt schon angefangen, unseren Schrank auszupacken. Und für alle, die das nicht wissen, ich fahre ein Fiat 500 Cabrio, den habe ich seit 2012. Ich mein Best Buddy. Egal wie klein und schmächtig der Kofferraum ist, ich stopfe alles rein. Die ganzen Klamotten von Roccolino. Also, was das Herz begehrt. Wahnsinn, oder? Wie viele Sachen. Oh, die erste Ladung ist schon da. Die Jungs sind fleißig. Alles für den Keller. Wir haben ja hier einen Fahrradraum und ich wollte euch mal ganz kurz unsere Fahrräder zeigen. Dieses Fahrrad hier mit diesem richtig schönen Körbchen hat mir mal Roccolino zum Geburtstag geschenkt. Und das ist seins. Also wir matchen ziemlich gut, was die Farben angeht. Shame on me, ich bin einfach nie Fahrrad gefahren. Irgendwie lag es am Wetter, dann bin ich schwanger geworden, dann bin ich wieder schwanger geworden. Und ja, deswegen, sobald ich mal, was die Kaiserschnittnarbe angeht, auch wieder mal kann, kann ich es kaum erwarten, dass wir alle zusammen Fahrrad fahren. Und ja, aber da muss man einfach noch ein bisschen geduldig sein. Unsere Waschmaschine und unser Trockner wurden gerade angeschlossen. Und dieser Auszug für das Waschmittel passt genau auch hier rein. Super, dann ist das hier auch erledigt. Fix und fertig. Wobei, ich habe nicht mal viel gemacht. Ups. Aber wir machen jetzt Feierabend. Denn wir brauchen jetzt erstmal eine kalte Dusche. Essen vor allem. Und wir machen morgen weiter. Wir schlafen heute auch nicht hier, weil es ist einfach noch so krass chaotisch, dass wir das den Kindern nicht zumuten wollen. Deswegen, ja, sehen wir uns morgen wieder. Guten Morgen zusammen. Ja, neuer Tag. Heute ist Sonntag. Heute Morgen hatten wir echt ein Chaos morgen. Also eigentlich hatten wir ausgeschlafen, aber Leandro war schon sehr quengelig. Ich glaube, er spürt so langsam auch die Veränderung. Wir sind jetzt hier und wir werden jetzt weiter einräumen, sodass wir heute komplett fertig werden und auch hier dann schlafen können und die Kinder auch mal ankommen können und chillen können. Ich mache 3 Kreuze, wenn es vorbei ist, wirklich. Es war der stressigste Umzug ever. Ich habe vorhin noch zum Rocco gesagt, waren denn die anderen Umzüge genauso stressig? Hatten wir so viele Kartons? Ich erinnere mich gar nicht. Aber es ist tatsächlich so, sobald man Kinder hat, wird einem so richtig bewusst, wie viel Krust man eigentlich hat und wie sich der Umzug halt eben zieht mit Kindern, weil du halt alles nicht innerhalb von 24 Stunden managen kannst. Gott sei Dank sind meine Schwiegereltern hier in der Nähe, können uns die Kinder abnehmen und wir hatten nochmal die Möglichkeit, dort zu schlafen. Deswegen packen wir es heute nochmal an. Und los geht's. Meine absolute Putzfee, alias Schwiegermutter, schrubbt gerade die Küche, obwohl sie eigentlich schon sauber war. Aber sie hat hier das Ceranfeld picobello hinbekommen. Jetzt wird hier noch die Haube komplett sauber gemacht. Man sieht ja auch noch die Flecken hier oben, das macht sie gerade. Und sie nutzt, schaut mal, diese. Nein, das. Ah, okay. Das hier hat sie jetzt genutzt.
Schaut mal, von Provin. Mhm. Wahnsinn. Und fürs Ceranfeld hast du aber das hier benutzt, gell? Von Miele. Ja. Also einfach nur eine Empfehlung, Leute. Damit kriegst du einfach alles raus. Wahnsinn. Okay. Unser Zwischenstand. Man checkt hier gar nichts. Und Roccolino versteckt sich, denn da geht's noch weiter. Also hier haben wir noch einiges vor uns. So sieht unser Badezimmer gerade momentan aus. Also noch totales Chaos. Wäschekorb quillt über. Kartons ohne Ende. Hier kommt noch ein Spiegel hin. Hier ist nochmal ein Karton. Und das Einzige, was wir hingekriegt haben, war tatsächlich dieser Schrank hier zu montieren. Der ist nämlich vom IKEA und der hat halt perfekt hier hingepasst. Das ist nämlich eine 40er Breite. Und da versuche ich jetzt mal ein bisschen Ordnung zu schaffen. Wohnung nimmt Gestalt an. Vielleicht erinnert ihr euch noch, wir hatten diese Kommode in der alten Wohnung direkt am Anfang am Eingang. Ich mag dieses Ambiente sehr. Ich habe es jetzt auch schön mit diesen Beige-Tönen kombiniert und meine Lieblingsvase von H&M hat jetzt auch dort einen Platz gefunden. Habe leicht dekoriert und so sieht es jetzt aus. Die Küche wurde jetzt auch schon eingeweiht. Wir haben hier schon fleißig gekocht. Die Spülmaschine läuft. Da ist noch unser Geschirr. Unsere Babysachen sind hier. Genau, es ist schon sehr geräumig, die Küche. Also alles tippitoppi. Unser Wohnzimmer. Ja, es hat sich nicht wirklich viel verändert, denn die Möbel sind ja alle gleich geblieben. Aber hier haben wir das Sofa hingestellt. Die Bilder habe ich jetzt tatsächlich komplett weggelassen und habe nur zwei große aufhängen lassen. Die Kommode hat hier seinen Platz gefunden. Hier ist die Wohnwand. Mit Leandros Spielsachen. Wir haben jetzt hier inzwischen auch schon den Spielebogen für den Kleinen rausgelassen. Und wenn wir jetzt einmal umdrehen, dann seht ihr auch schon, es geht Richtung Balkon. Das ist jetzt unser Essbereich, unser Esszimmerbereich. Und ja, wir haben inzwischen jetzt auch die Swing to Sleep aufgebaut. Und ich muss sagen, das ist wirklich meine Rettung. Weil hin und wieder wird es doch ein bisschen schwierig mit dem Kleinen. Gerade wegen den Koliken komme ich sehr gut damit zurecht. Und hier draußen auf dem Balkon haben wir inzwischen jetzt auch den Tisch hingestellt mit den Stühlen. Und so sieht es dann praktisch aus, wenn man reinkommt. Wir fühlen uns sehr, sehr wohl. Das Kinderzimmer ist nun auch fertig. So sieht das jetzt aus. Wir haben hier auf der rechten Seite einmal das Regal, welches ihr schon kennt, das Bettchen, die Wickelkommode haben wir auch richtig süß hier hingestellt. Der Kleiderschrank von den Kindern ist jetzt auch komplett. Das sind unsere Schränke. Und zu guter Letzt haben wir hier die großen Kuscheltiere verstaut und die Toni-Box mit den Toni-Figuren. Unser Bad ist dann auch fast ready. So sieht es jetzt aus. Etwas aufgeräumter als das letzte Mal. Badewanne für den Kleinen. Wir haben noch keine Lösungen gefunden für unser Putzzeug. Wir haben jetzt einen Spiegelschrank. Uns fehlt aber immer noch ein Badunterschrank. Da haben wir jetzt noch keinen passenden gefunden. Dann haben wir hier noch eine kleine Heizung mit unseren Handtüchern. Und ja, hier habe ich auch alles schön sortiert. Jetzt warten wir sozusagen nur noch darauf, bis wir hier noch eine Lösung finden. Und dann ist das Bad auch ready. Und ganz final das Schlafzimmer. So sieht das jetzt komplett aus. Hier haben wir die restlichen Schränke hingemacht. Das hat alles wunderbar geklappt. Wir haben genug Platz. Da habe ich meine ganzen Beauty-Sachen reingemacht. Was ich auch gut finde, zur Straße raus haben wir hier so ein Fliegengitter. Das heißt, da kommen keine Mücken oder so rein. Und dasselbe haben wir dann auch dort. Jetzt habe ich hier ein bisschen runtergelassen, weil die Sonne hier morgens reinscheint. Wir haben ein richtig gutes Tageslicht und sehr viel Stauraum. So sieht jetzt gerade unser Flur aus. Wir brechen jetzt auf, denn, das ist meine Wenigkeit,
denn für uns geht es jetzt ins Büro. Der Kleine kommt in die Schale rein. Ich habe jetzt auch meine Trage mit dabei. Kinderwagen ist im Auto. Leere Flaschen nehmen wir mit. Laptop, Wickeltasche. Und ich? Für uns geht es jetzt ins Büro. Ich muss ganz, ganz dringend meine Bürosachen erledigen. Ich höre auch schon den Kleinen. Ich glaube, ich will jetzt auf jeden Fall essen. Wir beenden jetzt unseren Umzugsvlog Teil 2. Ich hoffe, er hat euch gefallen. Und wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Bis dann!